setz dich gut, setz dich richtig. Ja, alles soweit. Hallo Leute, da bin ich wieder. Euer Kalle von Spencer TV. Heute eigentlich Freitag, ist natürlich nicht Freitag, sondern Samstag. Ist auch noch nicht die ganze Folge, die kommt nämlich erst morgen, am Sonntag. Ja, aber heute kommt schon mal die kleine Vorschau für die Gewinne, die es geben soll. Mhm, habe ich ja versprochen. Müsst ihr also ordentlich schreiben. Sind Kassetten und ein paar Bücher und drei Figuren. Ein Lexi, ein kleiner, ein Spencer und ein Quietschboy. Das weiß ich gar nicht mal, wer von den dreien. Naja, jedenfalls ist der Kopf dicker als der Hals. Was für ein doofer Spruch. Nein, jedenfalls habe ich mir für heute was Besonderes wieder ausgesucht, was sich hinter den Adventstürchen 13, 14 versteckt hat. Und zwar ist es, na ja, das 10-jährige Hallo-Spencer-Jubiläum. Und da gab es von Hallo Niedersachsen eine entsprechende Sendung, beziehungsweise nicht eine Sendung, sondern einen Beitrag innerhalb der Sendung. Das war nämlich gerade das Jahr, in dem der damals noch kleine Filmhändler in den USA, der Chaim Saban, der später hier die Sat.1 Pro7-Gruppe gekauft hat, um sie dann wieder gewinnbringend für ein paar Milliarden zu verscherbeln. Ja, also der hat damals Hallo Spencer auch für die USA gekauft und ist auch in eine ganze Reihe von anderen Ländern dann eben vertrieben, sodass dann eben zum Schluss mit unseren Verkäufen 105 zustande kam. Jedenfalls damals in diesem 10. oder zu diesem 10. Geburtstag gab es dann eben eine Sendung bei Hallo Niedersachsen, von Hannover aus gemacht, und eine, wie würde Kasimir sagen, Konferenzschaltung mit Hannover, mit dem Studio dort. Seht selbst. Wie drauf? Hallo Leute, schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Hier ist der liebe, gute, alte Spencer. Übrigens, ich bin wie Sie ein waschechter Niedersachse. Also, Sie sind schon richtig. Hier im Ersten bei Hallo Niedersachsen. Im heutigen Programm unter anderem ein Spencer-Spezial. Dabei geht es um mich, meine Freunde und unsere Sendung. Schließlich haben wir von Hallo Spencer unseren 10. Also dranbleiben. Bis später dann. Ich gebe es erstmal weiter nach Hannover. Hallo Kollegen, aufwachen! Wer denn? Wo denn? Wie denn? Was? Ah, Entschuldigung, da ist die Kamera. Ja, schönen guten Abend. Natürlich haben wir Spencer nicht vergessen und vor allem nicht seinen 10. Geburtstag. Und schlafen tun wir hier überhaupt nicht. Und auch Spencer kommen wir aus gebotenen Anlass zum Schluss dieser Sendung dann noch einmal zurück. Hallo Niedersachsen, schönen guten Abend aus Hannover. Guten Abend. Neben Spencer und seinen Freunden, das sind übrigens alles Puppen einer NDR-Spielserie, ähnlich der Sesamstraße, haben wir auch noch einiges anderes im Programm. Ihren Gast, den übrigens Carola Zajons porträtiert hat. Hallo Spencer, bitte kommen. Gut. Alles in Ordnung? Ach ja, gut. Hallo, da bin ich wieder. Der liebe, gute, alte Spencer. Heute Abend ganz exklusiv nur für Sie. Und jetzt aufgepasst. Denn zum ersten Mal in der Fernsehgeschichte erlauben wir einen Blick hinter die Kulissen der wahrscheinlich beliebtesten Puppenserie überhaupt. Hallo, Spencer. Ja, sag mal, wo bleibst du denn? Wir stecken mitten in der Produktion. Bitte unterbrich mich doch nicht mitten in der Sendung. Also, ich komme ja schon. Also, ich wünsche eine gute Unterhaltung. So, dann sind wir fertig. Ja, kommst du kannst du nicht mitten reinplatzen. Ich muss doch was für meine Landsleute in Niedersachsen tun. Erinnere dich, wir haben auch mal da in der Kantine mit unseren Ärschen geklebt. Oh, Entschuldigung. Das Keyboard von Quietschboy Karl-Heinz wird in Position gebracht. So oder so ähnlich hat es tatsächlich einmal im NDR-Studio Hannover angefangen. Nach 10 Jahren routinierte Präzisionsarbeit. Produziert wird überwiegend hier im Studio Hamburg. Probe einer neuen Szene. Fast alle sind schon von Anfang an dabei. Die Schauspieler, die hier 3 Monate im Jahr die Puppen tanzen lassen, geben ihnen nicht nur ihre Stimmen. Da hat sich weit mehr entwickelt. Die Charaktere ihrer Figuren haben sie entscheidend mitgeprägt.
Und wenn es die typischen Handbewegungen sind, wie beim Protagonisten Spencer, so bei mehreren Puppen der Part eines zweiten Spielers. Okay. Spencer in Aktion, dahinter steckt hautnahes Teamwork. Achtung, wir sind bereit. Gedacht für die 5- bis 8-jährigen Zuschauer soll Hallo Spencer natürlich nicht nur unterhalten. Es geht um manchmal höchst verquere Alltagssituationen, um soziales Lernen, wie es der pädagogische Beirat der Sendung nennt. In dieser Szene will der Bandleader Karl-Heinz endlich einmal in Ruhe komponieren. Die anderen Quietschboys sind nämlich im Urlaub. Er fühlt sich einsam, befürchten Spencer und Elvis wollen sich um ihn kümmern. Der Konflikt ist programmiert, denn Karl-Heinz will doch nur seine Ruhe und außerdem noch Notenpapier. Karl-Heinz, sag mal, fehlt dir irgendwas? Nö, mir geht's prima. Ja? Bitte sag's mir. Ja. Notenpapier. Hä? Wozu Notenpapier jetzt, wo du alleine bist? Ja. Ich will eine Oper komponieren. Du eine Oper? Ja, warum soll ich denn keine Oper komponieren, sag mal? Am Ende herrscht selbstverständlich wieder Harmonie. Doch so weit ist es noch lange nicht. Jeder Take wird 3 bis 6 Mal wiederholt. Zwischendrin immer wieder kritische Begutachtung. Alles muss stimmen, denn produziert wird sendefertig. Die Fans wissen es. Zum Spencerdorf gehört natürlich noch viel mehr. In verschiedenen fantasievollen Kulissen entstehen die halbstündigen Geschichten, chronologisch gedreht, Szene für Szene. 15 Puppen sind es inzwischen, die da eine Rolle spielen. Trotz hervorragender Einschaltquoten, drastischer Sparmaßnahmen im Kinderprogramm hätten die Produktion neuer Folgen beinahe verhindert. Doch die große Resonanz im Ausland, sogar das Sesamstraßenland USA will jetzt kaufen, hat nicht zuletzt auch finanziell überzeugt. Und wie so oft, da ist jemand im Hintergrund, der maßgeblich zum Erfolg der Sendung beigetragen hat. Hier in der Nordheide steht die Wiege der Puppen. Inzwischen freier Produzent hat der Hildesheimer Winfried Debertin als Redakteur beim Kinderprogramm nicht nur Spencers Songs und Geschichten geschrieben, sondern auch die Figuren erfunden und gebaut. Wie sind sie denn nun eigentlich entstanden, die heißgeliebten Spencer-Puppen? Am Anfang der Serie war es so, dass wir Identifikationsfiguren für Kinder ganz unterschiedlicher Altersgruppen eben entwickeln wollten. Und dadurch hatten wir Vorgaben, ob wir eine hilfreiche Figur, wie es den Kasimir gibt, der für die Kleineren da ist, entwickeln, oder einen Poldi, der sehr gefräßig ist, also dieser sogenannten oralen Phase entspricht, dass man den eben zum Beispiel entwickelt. Das ist so die eine Seite, die bestimmte Vorgaben da gibt und die einem auch hilft, dann etwas zu entwickeln. Und dann gibt es eben einfach auch Einfälle und Ideen. Und die fliegen einem zu, die werden gezeichnet, die werden ausprobiert, dann macht man Modelle und zum Schluss hat man eben die fertige Puppe. Das dauert allerdings auch ein bisschen an Zeit. An weiteren Puppen und Geschichten wird bereits gearbeitet. Die Spencer-Mannschaft will auf Erfolgskurs bleiben. Voraussetzung sind natürlich gefüllte Kassen. Na? Was sage ich? Habe ich zu viel versprochen? Nein, auf keinen Fall. Ja, Leute, so war das. Schon im 10. Jahr freute man sich darüber, dass eben die Internationalität, also der internationale Verkauf der Serie, immer besser wurde und dadurch auch im Prinzip die Weiterproduktion erstmal für ein Weilchen gesichert war. Ja, wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann bitte Daumen hoch und Abo, wenn es beliebt. Und übrigens denkt dran, ihr könnt hier auch für Hallo Spencer noch was bei Spreadshirt kriegen. Hier, wie wir zu sehen, ne? Hinter mir. Ja, Leute, also, das war's für heute. Morgen gibt's wieder was, nämlich mit einer ganzen Folge. Schließlich ist er dann ein Adventssonntag. Bis dann, euer Kalle von adventlichem Spencer TV oder so ähnlich. Tja, heute ist nicht der Bus, heute muss ich mit dem Fahrrad weiter. Mein Fahrschein irgendwo verlegt oder meine Dauerkarte, wie der Teil heißt.